Lokal denken, Vielfalt schenken, das ist das Motto und der Slogan, unter dem das City Management schon seit Jahren dafür sorgt, dass innerstädtisches Kaufen weiter hochgehalten wird. Es gibt eine neue Aktion. Es dreht sich um diese Karte, den Pirna-Gutschein. Eigentlich nichts Neues, die Pirna-Card, aber gibt es jetzt neu aufgelegt. Robert, erklär doch mal ganz kurz, was habt ihr euch dabei gedacht und was kann man mit dieser Pirna-Card künftig machen? Ja, genau. Also wir haben uns überlegt, dass es ja möglich ist für Arbeitgeber, so einen Sachbezug durchzureichen. Das klingt jetzt sehr juristisch. Heißt einfach nur, man hat einen Boni für seinen Mitarbeiter, den man den durchreichen kann, wo man dann als Arbeitgeber auch noch Kosten sparen kann. Und wir haben jetzt alle juristischen Hürden gemeistert und können den Pirna-Gutschein jetzt für Mitarbeiter anbieten. Das heißt, das Tolle ist, wir schaffen eine klassische Win-Win-Win-Situation. Der Arbeitgeber spart Kosten, der Arbeitnehmer hat einen zusätzlichen Bonus und das Geld, was in Pirna erwirtschaftet wird, das bleibt auch da. Und das Gute ist, es ist ja auch für niemanden wirklicher Mehraufwand, weil dieses Angebot gibt es ja eigentlich schon. Also es ist eigentlich nur ein zusätzliches Angebot, was dann Pirna auch zugutekommt. Ja, genau. Und man kann halt das Geld auch ansparen. Das heißt, je nachdem, was der Arbeitgeber entscheidet, wie viel man pro Monat bekommt, kann man sich ein bisschen was ansparen, wo man dann vielleicht auch mal einen Geburtstag mit bezahlen kann, Leute zum Essen einladen kann oder sich eine neue Frisur machen kann. Und der Pirna-Gutschein, liebe Anne, ist ja etwas, was schon ja, Tradition hat, kann man schon fast sagen. Ist ja echt auch ja, ein kleines Erfolgsrezept, was ihr da kreiert habt. Definitiv, genau so ist es. Also wir sind ja jetzt seit 2,5 Jahren am Start damit, haben mittlerweile über 5.500 Gutscheine verkauft, insgesamt eine Summe von 265.000 Euro. Und von Anbeginn an war die Volksbank Pirna als unser Sponsor an unserer Seite für dieses Projekt, ohne die wir die Sache gar nicht hätten realisieren können. Da sind wir sehr dankbar und froh darüber. Und ja, jetzt eben die Mitarbeiterkarte. Und da freuen wir uns jetzt sehr, dass wir das noch on top jetzt entwickeln konnten. Wenn Sachen erfolgreich sind, behält man sie gern bei. Also never change a running system. Das heißt, die Karte, wie man sie vorher einsetzen konnte, ist auch jetzt im ganzen Stadtbereich, in der Gastronomie, in welchen Bereichen noch einsetzbar? Das ist absolut korrekt. Also wir haben ja 60 Akzeptanzstellen, die im System angeschlossen sind. Und da habe ich die volle Vielfalt zur Verfügung. Also sowohl beim Geschenkgutschein als auch jetzt mit der Mitarbeiterkarte. Ich kann davon in die Modeboutique gehen. Ich kann ins Café, Restaurant, ins Reisebüro, Friseur, Kosmetik, Juwelier, Schuhgeschäft. Also es ist alles dabei. Ich könnte jetzt noch endlos weiter aufzählen. Da wird jeder glücklich. Das klingt ziemlich vielversprechend, Robert. Da müssen wir nur noch klären. Wann geht's los mit der Karte? Also es geht ab sofort los. Die SEP hat damit schon angefangen. Das ist die erste Gesellschaft, die zu 100% ausgerollt hat an ihre Arbeitnehmer. Und wenn man das haben möchte als Arbeitgeber, wendet man sich im besten Falle an die Anne Karl. Die ist da unsere Verantwortliche und steht da ja, für alle Fragen zur Verfügung. Und dann heißt es jetzt lokal denken, Vielfalt schenken.